Hier ist der erste Teil von meiner Halloween-Serie. Es wird 4 Teile geben. Ab heute bis Freitag. Freitag ist der letzte Teil. Wie du sehen kannst, ich habe ein bisschen dekoriert für so, ich sag mal, ein Partybuffet. Sage ich jetzt einfach mal. Hier im Schrank habe ich keinen Stoff mehr gehabt, aber das ist egal. Hier sieht man meine hängende Fledermaus, meine Sockenfledermaus. Dann habe ich hier ein paar Geister hingehängt. Spinnweben, nochmal eine Sockenfledermaus. Ja, hier findet man sehr viel. Hier finden wir auch so Spinnen. Und hier ist noch so eine Spinne. Hier unten. Oh, was sieht man denn hier? Ein Sarg. Öffnen wir mal den Sarg. Und was sieht man hier? Lecker, lecker. Augen, Augäpfel und Würmer im Sarg. Lecker, lecker. Dann habe ich hier Spinnenmuffins. Yeah, lecker. Spinnenmuffins. Auf Handabdruck, Servietten. Hier habe ich einen Spinnenteelichthalter, habe ich da hinten auch noch einen und dort steht noch einer. Hier habe ich was, wo ich meine, meine Salzstangen drin habe. Das sind Salzstangenhaltermonster. Oh, eine Mumie mit Würmern. Lecker, lecker. Ja, und oh, was gibt's denn hier Feines? Sieht ja aus wie Finger, blutige Finger, lecker. Oh, und was gibt's denn da Leckeres? Gehirn. Da muss ich doch gerade mal ein bisschen ranzoomen. Lecker Schmecker, Gehirn. Oh, das sieht aber sehr gut aus, Gehirn. Ja, jetzt siehst du, wie ich es dekoriert habe. Das ist einfach mal so ein Ansporn, was man alles machen kann, wenn man es will. Und tja, ich habe euch einfach mal ein paar Sachen gezeigt, was ich hier so Essen anbiete. Und so als Snack. Die Spinnenmuffins sind nicht alle, aber ich kann nicht alle 16 Stück hier hinstellen. Die Gehirne, die sind aus Marzipan, die Finger sind aus Marzipan, die Augäpfel hier drin, die habe ich auch aus Marzipan mit Lebensmittelfarbe gemacht. Eigentlich macht man sie aus Gelatine, aber ich mag so Glibberzeug nicht, darum das. Ja, was denn noch? Die hier habe ich aus alten Klopapierrollen gemacht. Wenn es dir gefällt, wie ich hier meine Party-Ecke dekoriert habe, dann gib mir einfach einen Daumen nach oben. Ich freue mich sehr. Lass einen Kommentar da, wie es dir gefallen hat. Und falls du irgendwelche Wünsche hast oder Anregungen oder sonst irgendwas, dann schreib mir einfach einen Kommentar. Bis bald. Tschüss.